Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video-Update der Kreativphase bei Magic City. Wie ihr unten im Ticker seht, kommen jetzt natürlich jeden Tag jede Menge Künstler an, um die weiße Stadt zu füllen. Einer davon ist Ben Heine. Ben Heine arbeitet mit sehr, sehr vielen Materialien, sogar mit Musik. Ich bin gespannt, was er hier in Magic City kreieren wird. Und das schauen wir uns direkt mal an. Kommt mit! Salut Ben, ça va? Salut Andreas, ça va et toi? Ça va bien. Ihr merkt schon, Ben spricht Französisch, ist eigentlich in Afrika geboren, lebt aber jetzt schon seit 25 Jahren in Belgien. Und wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ist der Ben ein sehr multimedialer Künstler, der eben sowohl auch selbst Musik komponiert, als aber auch eben viel Kunst macht, da viel innoviert hat. Und deswegen stelle ich ihm natürlich die Frage, was wir von ihm erwarten dürfen hier in der Magic City. No, I just started. It's only the first lines, which are very discreet, and so everybody is wondering what's happening here. So I'm working slowly, taking my time, even though I'm only here for 4 days, so I have to rush a little bit. And here I'm going to do some kind of multimedia work, like I'm always doing, mixing media and techniques. I'm going to do a big abstract painting on this wall with a lot of drawing. Somehow it will be half abstract, half drawing. And then I will put some at the very end, some model like display dummies, display fashion mannequins. Okay. Also Ben hat für Magic City tatsächlich was ganz Besonderes vorbereitet, denn er wird hier all seine Techniken, die er selbst erfunden hat, wie er schon selbst erwähnt hat, das ist zum Beispiel Pencils in Kamera oder auch Acrylics in Flash, und hier wird alles zusammenlaufen. Also er wird all diese Techniken nehmen und hier in einem Kunstwerk zusammenbringen, unter anderem auch mit Mannequins, also richtigen 3D-Schaufensterfiguren, die er eben auch bemalen wird, die aber auch wieder mit dem Hintergrund verschmelzen, verfließen. Also ich denke mal, das wird definitiv auch wieder ein spannender Shot für Instagram. Also Rorandris hat sich bereit erklärt, einen kleinen Sneak Preview zu geben, wie es denn tatsächlich dann aussehen wird. Und wie man sieht, ist es wirklich dann eher selbst, ne? So sehr fotorealistisch, wie er aus dem Bild herausschaut. Und man hat den Eindruck, dass er eben selbst überdimensional hier im Raum ist. Da sind wir schon ganz gespannt, was daraus wird. Und wir haben ihn auch schon mal gefragt, was denn die Geschichte dahinter ist. Da sagt er aber, das kann er uns nicht in ein paar Sätzen erklären, sondern da muss man dann schon mal auf seine Website schauen und sich da auch ein bisschen reinlesen. Und dann würde man aber verstehen, um was es hier in dem Bild geht. Rorandris, what's the most photorealistic picture you have done till day? Till day in anamorphic style, yeah. I would say the mouth following the peel in Thailand. Okay, cool. 2012. Okay. Also Rorandris selbst findet, dass es das Bild war, was er in Thailand gemalt hat. Es gibt aber noch ein anderes, das vielleicht der eine oder andere schon auf unserer Seite gesehen hat, und das ist das Bild im Empire State Building in New York. Und wir zeigen es auch direkt jetzt nochmal hier für euch, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat. Oh, Alter, jetzt gibt es hier auf einmal Litmus-Säulen. Ich gehe kaputt. Und wie ihr seht, nicht nur Litmus-Säulen werden aufgestellt, sondern auch unser Freund Andy Kay ist schon weitergekommen. Unter anderem ist der Mond schon da, von dem er gesprochen hat. Und wir wünschen euch jetzt einen guten Start ins Wochenende. Hashtag TGF, thank God it's Friday, Magic City.